Die gute Scharte. Die gute Scharte. Die gute Schule. Also die nicht schlechte. Die nicht schlechte. Normale schon. Pass auf, und gleich jetzt auch nicht. Ja. Die halten ein bisschen mehr als die anderen. So, Freunde, wir testen jetzt noch die 65 Gramm Raketen von Klasek. 5 Stück enthalten im Set. Und das Set kostet 19 Euro. Auch sehr schön. Blaue Sterne und Gold. So, Nummer 4. Wow. Also die Dimeblinker hatte gerade echt lange Standzeit. So, und Nummer 5. Also von mir jetzt schon mal eine Kaufempfehlung, ganz, ganz klar. Also schöne Raketen für den Preis. So, die Klasek T2 Raketen. Wir fangen mal mit den kleinen an. Gucken, was die kleinen da drauf haben. Ganz okay, die Kleine. So. So, ich glaube, die Kleine hat hier gar keine Zündschnur. Doch, da. Auch nicht gesehen. Weiter mit den großen T2. Genau, 2. Na ja, sind okay. Ach, die letzten 2. Wie versprochen jetzt das Targa-Set. Ich muss leider sagen, dass mir eine Rakete schon abgebrochen ist. Sprich, die können wir jetzt nicht zünden. Rebel in Pink. So, die war ordentlich. Wir machen mal weiter mit einer Cristallo. Vom Zerleger her. So, wir machen weiter mit einer Mont Blanc. Oh, die war schön blanc. So, wir machen weiter mit einer Cristallo. Die erste Cristallo hatte keinen Klopp-Effekt, die jetzt schon. So, wir machen weiter mit einer Matteo. Blinksterne. So, dann geht's gleich weiter mit einer Antalo. Antealo oder so. Irgendwie sowas.
super schön, vor allem das Blau. So Blau-Limone ist immer was Schönes. So, und zum Schluss noch eine Rebel in Red. Eine rote Rebell. Ja, die war zweimal grün, das statt rot. Zwei Freunde. Also jetzt die anderen zwei Varianten auch noch? Hier, der Bürobus entzündet jetzt einfach mal noch zwei Varianten. Einmal rote Kappe und einmal schwarze. Rot war definitiv die Fehlcharge. Die mit dem vielen Tracken? Ja. Auch für Fehlcharge. Finde ich nicht schlecht. Wo ist er? Ja, okay, es geht ja. Und jetzt haben wir die aktuelle Charge, die es jetzt erhältlich gibt. Aktuelle Charge 2019. Deutlich besser. So, spanische Salute-Rakete von David. Viel Spaß. Wie lang, wie schön langsam das brennt. Das ist richtig angenehm, so leise. Oh, ziemlich hoch, aber der Knall war extrem dumpf. Also eigentlich muss ich sagen, für Raketen ist die Batterie richtig gut. Aquarius von Hupro. Kenne ich so immer noch nicht. Wollen wir gleich sehen, was die können. Schön, dass es noch ein bisschen helle ist, da kann man noch ein bisschen was sehen. Also stellen wir einen Scheinwerfer auf. Ja. Du darfst zünden, wenn du es nicht bist. Gehen wir noch schon weg. Kriegst du das auf? Oder soll ich gleich? Ach, ich krieg das so. So, zuerst ein ganz kleines, das ist ein rote. Zwei Stück. Oh, nicht schlecht. Jetzt kommen die mittleren. Mit Cracking. Es scheinen Sorten rein zu sind, ne? Ja, ich glaube auch. Oh, die war ein bisschen mager. So, und zum Schluss haben wir noch die drei ganz großen, da muss ich kurz mal gucken. Ach, vier. Das sind so rot, pink, lila. Also wie gesagt, das Set gehört David, das ist nicht meins. Ah, die blauen Sterne hat man gerade deutlich gesehen. So, neue Kamera, da muss ich erstmal gucken hier mit dem Fokus, wie ich das hier am besten hinkriege. Ja, blau-gold. So, wir haben dann hier, wie versprochen, die Metov von Kafferata. Sind normale Knallraketen, F2, schauen wir uns mal an, wie sie sind. Bisschen windig heute, aber kriegen wir schon. Und gut. Sieht ja sauber aus. Ich würde mal sagen, da ist der Knallsatz rausgepufft. Aber die hat nochmal richtig den Schub gekriegt. Das sah gut aus. Ja. Aber hat einen schönen Bogen gezogen. Da bin ich heute. Mal gucken, wie die Aufnahmen so werden. Boah, wo ist er? Ey, es hat mal Puff gemacht. Ich dachte, die pfeift gleich los oder so. Wo sind die schon wieder? Ach, ich dachte gerade, die hat auch schon wieder so, weil sie viel macht. Das. Ja, sehr enttäuschend. Ja, die war besser.
So, wir haben jetzt hier noch die Secret Rocklets, da sind einfach mal alle weg. Zwei am Anfang. Oh, so die gleichen. So, ist alles neblig hier, nur mal eine kleine. Wunderbar. So, dann haben wir noch eine letzte kleine, die ziehen wir entlang. So. Und jetzt haben wir noch drei. So, Freunde, man merkt, es wird schon dunkler. Wir haben die jetzt hier alle so eingepackt. Eine ist leider schon abgebrochen, also können wir die dann nicht zünden. Und ja, jo, dann würde ich mal sagen, sind es dann los. Sind wir rein. Jetzt haben wir hier eine hellblaue Kappe, die etwas größere davon. Eine Silberrakete. Ah ne, sind alles Silberrakete. Ja, sind alles Silberrakete. Die mit der blauen Kappe, ein bisschen größer. Ach, wollte ich eigentlich euch sagen. Wir sehen sehr viel. Ui, riesen Ausbreitung. Nehmen wir mal eine kleine mit einer grünen Kappe. Kleine mit einer grünen Kappe. Kleine mit einer silbernen Kappe. Aha. Groß mit lila Kappe. Groß mit lila. Langsam fallen mir die Hände ab. Schöne Ausbreitung, schöne Standzeit. So klein mit goldener Kappe. Klein Gold. Also. Schön lange. So, groß und schwarz. Groß und schwarz. Ja. Mit unseren großen und schwarzen. Ja, der war groß und schwarz. Klein und rot. Klein und rot. Rot. Aber bis jetzt muss ich sagen, sind sie sehr schön, die Raketen. Ja. Ja, aber also wenn man so überlegt, wie viel waren drin? 13 Stück? Naja, 23 Euro. Ja gut, aber die habe ich auch recht teuer gekauft. Ich glaube, für 19 Euro kriegt man die normal. Oh jo. Wenn man sie nicht gerade irgendwo erst Silvester kauft. So, jetzt haben wir kleine und lila Kappe. Kleine und lila. Aha. Das ist sehr schöner Schweif. Groß und grün. Groß und grün. Ich glaube, das macht bei denen alles ja auch keinen Unterschied. Mit den Farben. Jetzt haben wir einmal angefangen. Aha. Klein und blau. Klein und blau, ganz genau. Aber es steht aber lange. Ja, ich glaube, das ist das Highlight. Bitte. Groß und silber. Groß und silber. Mhm. Und neongelb. Neongelb. Groß und neongelb.
Die einzigste Neongelbe. Ui. Bunte Spitzen Gold. Sehr schön. So Freunde, wir kommen nun zum Metalhead Reloaded aus dem Norma für 30 Euro. Wir haben von jeder Rakete eine dabei. Wir haben als erstes mal die Silver Glitter, die kleinste Rakete. Oh, okay, also für die Größe ganz okay. So, wir machen weiter mit einer bekannten, die Blue Ring, Ringrakete. Alter, der Ring hat nicht mal drauf gepasst, so groß war der. So, wir machen weiter mit der Purple Ring. Die Ringe passen einfach nicht aufs Bild. So, und jetzt haben wir noch einen Lemon Ring. Viel Spaß. Danach geht's weiter mit dem Turbo Blast und dann die großen. Okay, der Lemon hat aufs Bild gepasst. So, die blaue Turbo. Blau mit goldenem Glitzer. Jetzt die gelbe Turbo. Ah, die war schon ein bisschen besser. So, jetzt haben wir die Blast, und zwar die rote. Halleluja. Die braucht ja ewig. So, jetzt noch die grüne Blast. Ja, super. So, und jetzt zum Abschluss die Thunderball Power, die ganz große, zwei Stück auf einmal. Ja, das ist die bekannte Fischrakete. Das sind das Sirius Rockets. Wir fangen an mit einer roten davon. Da gab es ja jetzt zwei verschiedene Farben, rot und gelb. Wir haben so viel Wind, da will ich mal Sturmfeuer. Hat schon was zu helfen. Ich dachte, wo will die denn hin? Also, und es ist windig. Stell dir mal vor, es ist kein Wind. So, dann haben wir jetzt noch eine gelbe. Mal gucken, wie lange die hoch will. Ja, dadurch, dass jetzt ziemlich windig ist, zerstreut sich die Rakete natürlich auch sehr schnell. Dann machen wir jetzt mal hier zwei rote, wenn wir schaffen. Ne, sieht nicht so aus. Der Wind auf einmal her. Das ist ja Wahnsinn. Der Nord in die Küste. Oha, grüne Blinker. Also die haben alle einen anderen Effekt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zum Schluss nochmal eine goldene. So Freunde, die Fallschirmraketen haben wir aufgebaut. Mann, ist das ein schweres Wort. Und wir starten mal mit der grünen. Alte von Keller. Alter, der Stab kam direkt bei uns.
Ja, also die Leuchtkugeln stehen auf jeden Fall sehr lange. Wir machen mal weiter mit der roten. Ja, schön lange Standzeit auf jeden Fall. Wir machen weiter mit der lila. Okay, die war jetzt nicht so schön. So, als vorletztes die gelbe. Ah, da wird gleich wieder gemeckert. Oh, es ist nicht scharf. Es ist nicht scharf gestellt, tut mir leid. Ich habe gerade noch woanders geschaut, nach dem Raketenstiel, weil hier sind überall Häuser und so. Ja, okay, die blaue versuche ich jetzt mal drauf. Die letzte, die blaue. Schönes Blau, aber ich krieg's wieder nicht auf. Tut mir leid, Leute. Wir machen jetzt hier weiter mit den Plutonium Hero Rockets, beziehungsweise die testen wir jetzt mal. Und ich würde mal sagen, wir zünden einfach frei weg. Ich denke mal, zwei aus 80. Aha. Schöne Farben, muss man sagen. Schöne Farben. Sonst sind wir mal eine alleine. Ja, doch, sehr schön. Für den Preis. Also mir gefallen sie für den Preis. Jetzt versuchen wir mal die letzten zwei noch gleichzeitig. So. Das hat funktioniert. So Freunde, willkommen zum nächsten Raketenmix. Wir haben hier Komet-Raketen und Veko-Raketen vertreten. Ich sehe gerade nur ein paar Komet, aber ist ja egal. So, und dann schießen wir einfach mal drauf los. Die Hype von Komet. Niedlich. So, wir machen gleich weiter mit einer Green und einer Blue Hawk. Beide rot gewesen. So, dann eine Outburn und eine Victory. So. Wir machen weiter mit zwei Dragster. Was sagst du? Da ist eine umgekippt. So. Wir machen weiter mit einer Big Block und einer Wheelie von Veko. Und jetzt noch eine Big Block Red von Veko und eine Hype von Komet. So, und die letzten beiden aus diesem Set sind einmal die Arcadia und einmal die Nemesis. So, jetzt die Glitter und Glamour.
jeden Fall sehr schöne Raketen für den Preis. Kann man echt nichts verkehrt machen. So Freunde, für euch jetzt im Test auf jeden Fall die Zink Cut 3 Raketen 905er, jetzt die mit der roten Kappe, und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, weiter geht's mit der blauen Kappe. Sieht gut aus, ja. Zeig bitte den Fenster. So, nächste Rakete. Das sind mal alle mit Emma einfach. Nächste ist die grüne. Kann ich auch noch ein paar Feen hier. Feen? Mach du Frühschicht, dachte ich. So. Musst du dich auch beeilen, ist Balle vorbei. Die grüne Zink. Erste Balle vorbei. Das nicht mal Raketen. So, weiter nächste Rakete. Und zwar jetzt die gelbe. Ne, das ist schon fertig. Jetzt sind erstmal die Raketen dran mit Abfüllen hier für die YouTubies. So, gelbe Zink 905er. Die Blinker sind abnormal, ey. So, und jetzt noch die Blinker mit weißer Kappe. So, Zink 905 mit weißer Kappe. Weiter mit dem Best-of-Raketensortiment. Ich habe alle aufgebaut. Eine große rote, eine große gelbe, eine große blaue und dann jeweils die kleinere davon. Ich würde sagen, wir starten die kleine blaue zuerst und dann die große blaue. Ja, das war jetzt die kleine blaue. Gucken wir uns mal die große blaue an. Okay, da fand ich jetzt die kleine besser. So, die kleine gelbe. Ja, so, jetzt schauen wir uns mal die große gelbe an. Ja, fand ich jetzt nicht so prickelnd. So, die kleine rote. Und jetzt die große rote. So, Raketen haben wir aufgebaut und wir fangen an mit der blauen Nico Turbo. Hammergeiles Blau. So, wir machen weiter mit der Red Star Rakete von Weco. Weiter mit der Digistar Rakete von Weco. Jetzt kommt eine ganz kleine Komet Hornet. Müsste eigentlich ein Shit sein. Ja, ist auch eine Shit und die war nicht scharf. So Freunde, wir machen mal jetzt zwei, und zwar die gelbe Turbo und die Heat von Komet. Turbo von Nico.
beide eigentlich gleich. So, wir machen weiter. Einmal die Komet Bombenschlag Nemesis. Okay, für einen Bombenschlag, naja. So, von Weco die Wheelie-Rakete aus dem Indianapolis. Doppelschlagfüllung. Zwei kleinere Kometraketen, und zwar einmal die Pluto und einmal die Titan-Rakete. Viel Spaß. Zwei kleine niedliche Schüttis. Wir machen weiter mit der Dragon Star und der Red Star von Weco. So, und zum Schluss die SP700 aus dem Metalhead-Sortiment. Viel Spaß! Ihr seid geil, und deswegen zünden wir alle fünf verschiedenen Zinkraketen 905er. 75 Gramm, und ja, dann würde ich mal sagen, Attacke. Ah, war das eine Wunschrakete? Das war eine Wunschrakete. So, so die rote für euch. Hammergeile Raketen. So, jetzt bin ich dran mit Zünden. Ich nehme die blaue. Alter, das glitzert. Ach halt, Moment. Fokus, jetzt habe ich Fokus. Der Fokus, der nervt mich zurzeit. Kamera, Fokus, Fokus. Die Blinker sind einfach geil. So, und die letzte aus der Reihe für euch. Gelbe Kappe. Bis zum nächsten Spezial. Die Blinker. Wir testen mal noch von David die GAO R15 Raketen mit 15 Gramm je Rakete. GAO R1501. Wir brauchen noch eine R1501. Haben wir noch eine? Ja. Okay, die ging nicht an. Und den haben wir zum Glück zwei. Ja, das war jetzt ein schlechter Start, würde ich mal behaupten. Nochmal die R1501. Oh, das ist Kohlegold, das sieht man ja nicht auf der Kamera. Aber wirklich schönes Kohlegold. Oh, und. Ah, rot-grün, naja, nichts Besonderes. Jetzt haben wir noch die 03. Danach noch die 04 und dann hört es schon wieder auf. 03. Okay, also dolle überzeugen tun sie mich jetzt nicht. Vom Knall her ja, aber vom Effekt her eher weniger. So, das ist jetzt die 04. R1504. R2D2. Nee. Das ist von mir leider keine Empfehlung. Screamrocket. Eine Funke-Sirenen-Rakete, eine ganz alte.
die es eigentlich nicht mehr gibt, weil sie die, immer durchzünden ist. Boden. Und eine tolle Lola. Ja, die tolle Lola kennt man schon. Oh, volles Auto, wollen wir wetten? Nee, doch nicht. Ja, das Gold geht bis zum Boden. So, wir testen mal jetzt noch die Highspeed-Bombs von Weco, aktuelle Charge dieses Jahr. Achteilig, na denn. Die kleinen, die Doppel. Die Double irgendwas. Double irgendwas. Double war das jetzt aber nicht. Doppelschlagbombenfüllung. Naja, aber war ja nicht. Weco bescheißt schon wieder. Nee, das, wenn das die Falschen hören. Ja, das ist das. Ein Doppelte. Die erinnern mich immer an Highspeed Fireworks. Ich weiß auch nicht warum. Na, der hat sie immer empfohlen und seitdem. Ich glaube, die wurden dann nach dem benannt. Grüße gehen übrigens raus an dich. Und nochmal Alligator. Alligator, Alligator, Igel und Igel. Hast du eigentlich noch einen? Jo. Hab aber, ne? Da tritt ja auf die Rakete. Aber ist eigentlich egal, wie die Raketen heißen, weil bei Weco sind die Füllungen eh durcheinander. Ja, ich weiß. Das nicht ab. Kommt jetzt mal mit. Wenn du die oder ich nehme die. Ja, das geht um mich, ja. Und wenn du die nicht nimmst, dann müsst ihr gar nicht. Die zwei Verrückten. Na, Sturm gegen Elektro. Alter, was war mit Weco passiert? Ich glaube, das hat jetzt komplett weggerußt. Ey, also, voll den Finger halt, Alter, hau mal die anderen zwei noch weg. Ich will mal wissen, ob da noch so eine große blaue drin ist. Was mit den Raketen vom Weco los? Willst du die machen? Nee, mach nicht. Sind die besser geworden? Hier ist noch eine Rakete drin. Jetzt haben wir diese hier, sind das auch unterschiedliche? Ich habe die einen Tiger gefunden. Die war auch mit dem Set. Eine Tiger? Die gehört auch mit dazu. Die haben wir auch nicht. Ja, was drauf steht, ist eigentlich egal, weil die Füllungen sind immer random. Die werden einfach hingeschmissen. Aber das blaue Gold war gerade gut. Die besten. Alter. Also okay, zwei davon waren gerade scheiße, aber die erste war geil. Pfeifrakete mit Knall. Focus. Focus. Bitch, focus. Der Knall könnte intensiver sein, aber der Aufstieg ist geil. Weco Goldrakete. Flieg, Sibylle, flieg! Nochmal zwei Weco Goldraketen. Oh. Ja, jetzt keiner getroffen. Ja, die ist schön. Die rechte definitiv schön. Bam, Junge. So, dann machen wir jetzt die Goldraketen von Argento. Wir haben zwei Stück. Gucken, ob die unterschiedliche Effekte haben. Oh, einmal dunkles und einmal helles Gold. Aha. So, machen wir die nächsten. Zwei. Und der Wind kommt auf. Dann machen wir die letzten zwei auch noch. Also schon schöne Raketen. Vor allem für 8 Euro. Ich wollte schon mal sagen, Kaufempfehlung und genieße. Ja.
große da mit dem Flügel. Da kann sie morgen wieder sauber nehmen. Ja, genau. Meine sind lauter. Janni, im 4 Jahren war es 15. Ah, zum bei Thorsten zum 50. Das war ein YouTube. Oh, da warst du hier. Oh, der wollte nicht. Hätte du mal so knallen muss, wo schön. Das ist ja gerade schön. Ja, toll. Nochmal bitte. Grün im Busch. Nein. Das könnte so besser. You got to pump it up, don't you know?